Der ist ein bisschen doll. Oh, cool. Das sieht aber nice aus, muss ich sagen. Also die großen Monster sind echt fett. Es sieht wirklich fett aus, das muss man echt sagen. Auch die Flügel und so, ne? Also das ist schon nice. Das ist dann manchmal schon sehr episch. Aber irgendwie an seinem Hals lang krabbeln ist ein Krampf. Scheiße. Oh, wow. Ich darf nicht raus. Und dead. Hallo, ich lag noch in der Animation. Also ich durfte noch nicht aufstehen, weil das 1000 Jahre dauert und dann one-shottet er mich. Krass. Tag. Heute möchte ich mit euch meinen Eindruck von Dragon's Dogma 2 teilen. Und bevor wir zum Gameplay kommen, möchte ich noch kurz anmerken, dass mir durchaus bewusst ist, dass es einige Mods gibt, die zum Beispiel die Performance verbessern. Nachdem ich das Spiel normal getestet habe, habe ich mir eine DLSS 3 Frame Generation Mod installiert und das Spiel lief dann natürlich deutlich flüssiger. Die Bildqualität hat allerdings darunter sehr gelitten. Selbstverständlich bewerte ich aber das Produkt so, wie es verkauft wird und nicht so, wie die Fanbase es dann vielleicht repariert und fixt. Selbes Prinzip wie bei Starfield. Abgesehen davon kann zum Beispiel diese Mod ja auch nur jeder nutzen, der mindestens eine 40er Nvidia GPU hat. Des Weiteren ist das Video hier natürlich kein Review, sondern ist ein bisschen unterteilt und zwar einmal in einen Gameplay-Eindruck und ihr bekommt ein rudimentäres Fazit. Für eine Sache möchte ich mich noch entschuldigen, es werden ein paar Clips dabei sein, die übertriebenst ruckelig aussehen. Die Performance vom Spiel ist zwar schlecht, aber nicht so schlecht. Ich gebe eine Runde aus. Säuft da gerade ein Kind mit? Da hat gerade ein Kind mitgesoffen. Aber 100 pro. Da hat sich doch ein Kind hier gerade einfach mal Ast rein. Wie alt bist du, Mädel? Hallo? Was ist los? Hier gerade eine Runde ausgegeben. Was ist das für eine freche Scheiße? Zeig mal Ausweis, Alter. Hier hatte ich auf jeden Fall einen Bug mit meinen Aufnahmen. Diesen Bug hatte ich leider auch bei ganz, ganz, ganz vielen Helldivers-Clips, was auch der Grund ist, warum es noch kein Helldivers-Review gibt. Und das ist auch generell ein großes Problem in den letzten Monaten gewesen, dass ich sehr viele technische Probleme auch mit meinen Aufnahmen hatte und dementsprechend viele Videos, die ich eigentlich geplant hatte oder die ich vorhatte, gar nicht erst machen konnte. Jetzt habe ich hoffentlich das meiste von meinen Technikproblemen gefixt und kann endlich wieder normalen Content machen. Apropos Content, wenn euch dieser gefällt, würde ich mir natürlich sehr über eine Bewertung, einen Kommentar und oder ein Abo freuen. Ich habe leider auch viele Clips aussortiert, die eigentlich das Ganze noch ein bisschen aufgelockert haben, aber ich wollte euch dieses übertriebene Geruckel nicht zumuten und wenn zwischendurch Clips dabei sind, die wirklich so aussehen, dann nur, weil es für die Situation halt nicht anders geht. Manche Sachen habe ich einfach mit einem flüssigeren Gameplay überspielt, also wenn das Gezeigte nicht hundertprozentig zum Gesagten passt, dann habe ich es da einfach wieder zurechtgebastelt. Ich hoffe, ihr könnt das Video trotzdem genießen. Ich wünsche euch viel Spaß und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Spiel schon gespielt habt und wie ihr es persönlich findet. Denn ich glaube, dieses Spiel ist wirklich sehr schwer einzuschätzen. Da hobbeln einfach irgendwelche Viecher an ihm vorbei und schieben ihn weg. Guckt jetzt mal an, was ist das? Warum kommen nur noch so eine Spiele raus, wenn sowas passiert? Ich schnall's nicht. Bestienrippchen. Oh lol. Haben sie jetzt Videos von gemacht, von Fleisch, was gegrillt wird? Und dann in so einer ganz schlechten Qualität. Mit einem ganz schlechten Codec aufgenommen. What the fuck? Wer ist er denn? I am attentive and loyal and prefer to remain by your side. In battle I shall follow your lead and prioritize support. Die kommen an, sagen nicht Hallo, sagen nicht Sir, mein Lord oder mein König oder mein Freund. Er kommt einfach und sagt Hallo und listet einfach seinen Lebenslauf auf. Du kannst deinen Charakter nicht ändern, wenn du einen erstellt hast. Also zumindest nicht am Anfang. Keine Ahnung, ob das irgendwann geht. Ich hatte das ja. Jetzt stell dir mal vor, du hast in dem Charaktereditor so richtigen ugly-ass-Scheiß-Charakter gebaut. Und das Spiel kommt raus und du kannst das nicht zurücksetzen, weil du keinen neuen Charakter anfangen darfst. Dann geben die Leute die 2 Euro aus. Das ist einfach frech. Und dann sagen sie, oh ja, das Feature fehlt, das reichen wir dann nach. Warum kann ich nicht in einem fucking Spiel sagen, ich möchte das Spiel bitte von vorne anfangen? Es gibt keine Option. Du kannst das Spiel nicht von vorne anfangen.
Ist nicht möglich. Wie geht sowas? Keinen neuen Charakter einfach erstellen. Funktioniert nicht. Ich musste auch Files löschen, die Steam Cloud ausmachen, Spiel neu starten, sämtliche Optionen wieder einstellen, spielen und dann die Steam Cloud wieder aktivieren und sagen, er soll die vom Rechner nehmen und nicht die aus der Cloud. Und dann konnte ich meinen Charakter neu machen. Das ist einfach kompletter Unsinn. Geht auch mit 500 Gold. Ja, und wie viele Leute werden einfach sagen, ach, scheiß auf die 2 Euro und geben das aus? Geht auch mit 500 Gold? Schön. Warum geht es nicht einfach mit dem Knopfdruck? Warum kann ich einfach einen neuen Charakter erstellen? Wenn ich noch gar nicht angefangen habe zu spielen. Warum bin ich stuck mit einem Charakter? Und diese, wie gesagt, also dass man Geld ausgeben kann noch in einem Singleplayer, das gehört gesetzlich verboten. Tut mir leid, das ist einfach meine Meinung. Wenn ich ein Singleplayer-Game rausbringe, dann hat das einen Preis zu haben, den bezahlt man, dann kriegt man das Spiel, fertig. Dann sollen sie einen DLC rausbringen, den man kaufen kann. Aber ne, so wie Elden Ring. Einmal kaufen, spielen, 100, 300, 500.000 Spielstunden mit New Game Plus und dann kaufst du dir das Add-on, wenn du Bock hast, noch mehr Abenteuer zu erleben. Das ist ein besseres Konzept. Es muss nicht alles ein Live-Service irgendwas haben. Ich weiß nicht, ob die einen wollen, ob da was dazukommen soll, aber ich finde, es gehört in so eine Games einfach nicht rein. Weil das trübt den Spielspaß ja schon einfach automatisch ein bisschen mit. Immer wenn du jetzt durch die Gegend eierst und dich wunderst, warum muss ich eigentlich so viel rumlaufen, dann weißt du ja, weil die wollen jetzt immer 3 Euro ausgeben. Töne morgens, nachts oder mittags auf. Das ist auch geil. Das sind alles coole Sachen. Das sind alles gute... Ups, das war einer zu viel. Oh, jetzt... Ja, okay, zurück. Darf ich nicht. Da standen bestimmt wichtige Sachen drin. Kann man... Gibt's das nochmal so nachträglich zum Lesen? Chronik. Ja, irgendwas. NPCs. Da. Oder? Ja, ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich wollte eigentlich nur zurück, habe B gedrückt und dann hat das einfach zugemacht, das Fenster. Und ich habe keine Ahnung, wie man da wieder hinkommt. Also man muss... What the fuck happened? Digga, was heißt hier, spring von meinem Wagen runter, du bist unter mir einfach gespawnt, Junge, was, hä, was ist passiert, was? Verstehe gar nicht, warum das so schlecht läuft, das ist doch die RE-Engine, die ist eigentlich super. Was, die das ist die Resident Evil-Engine? Und du fragst dich, warum das nicht läuft, wenn sie ein Action-RPG mit so einer riesigen Welt draus machen, mit riesigen Städten, mit 1000 NPCs drin, welches Resident Evil hat er denn das? Die ist wahrscheinlich gut für so ein Resident Evil, ja. Aber nicht für sowas hier. Ja. Looten, sprinten und einen coolen High-Five-Move. Alles auf dem gleichen Knopf. Ja, also man muss sagen, ne? Also die Grafik, was ich auch vorhin sagte, ist okay. Ich will gerade reden, Alter! Kommt der Nächste und schwatzt mich voll. Nee, du wartest jetzt, Alter. Ich rede jetzt erstmal. Was ich eigentlich sagen wollte ist... Ich finde halt, das ist auch alles schön groß, ne? Die Stadt ist schön groß und so, ist nicht so Computerspielgröße. Das ist schon ganz nett. Und die Details sind auch gut. Also die Grafik ist nicht schlecht. Die Performance ist das größere Problem. Also die Grafik an sich ist in Ordnung. Könnte besser sein, aber also könnte auch viel, viel schlimmer sein für so ein Game. Nein! Ich will das ausrüsten. Warum darf ich es nicht einfach auch da drin ausrüsten? Damit ich es direkt reinpacken kann. Das ist so ein Stuss. Jetzt muss ich hier ganz raus. Dann muss ich in sein scheiß Menü rein. Dann muss ich ihm die Scheiße in die Hand geben, Alter. Oh Gott, Alter. So, nee, nicht entfernen. Das ist der normale Holzstab. Jetzt hab ich den wieder, ne? Oh Gott. Jetzt muss ich ihn erst mal dem geben. Zack. Dann muss ich hier runter. Dann muss ich sagen, ausrüsten. Und dann kann ich hier wieder raus. Und dann kann ich wieder hier den Spacken andrücken hier. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt möchte ich bitte dieses Ding einlagern. So, das will ich einlagern. Und das will ich einlagern. Ja, das ist gar nicht umständlich. Sollen wir zu dem Typen gehen, mit dem wir uns treffen wollten, in der Taverne, der hier vor mir steht? Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn anklicken soll. Vielleicht sollte ich mal meine Katzenfreundin fragen. Die wird es mir sagen. Sieht, oh, alter Gott, sieht das grauenhaft aus, wie der da langstiefelt. Die sieht so glitschig aus. Die Hose ist besser als meine, ne? Aber ich glaube, die sieht aus wie Scheiße. Nee, ich habe mich geirrt. Die sieht schlimmer aus wie Scheiße.
Boah, Alter, dieses Abklatschen nervt so krass. Mucke ist aus, obwohl der Kampf noch läuft. Und jetzt... Also diese dynamische Mucke funktioniert überhaupt nicht richtig. Ist immer der gleiche Scheiß. Bei den langen Fights macht das Sinn, aber bei diesen kurzen wirkt es so out of place manchmal. Da kam nochmal Musik, hey, was? Warum? Confidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Das ist auch so dumm, ne? Also die sagen, hey, wir sollen nicht irgendwie übermütig werden. Aber jeder von denen sagt das mal. Und dann sagt einer, der das letzte Mal gesagt hat, mit Übermüdigkeit sollte man sich zurückhalten. Sagt er, man soll sich... Man soll... Also er macht so einen Übermüdigkeitsspruch, das ist echt irgendwie so weird. Wirkt nicht so durchdacht, die Dialoge, ne? Und vor allen Dingen, auch die hast du halt nach ein paar Stunden einfach... Schon 40 Mal gehört. Ich hasse die KI in diesem Game. Oh, wow. Das ist einfach runtergedroppt. Was bin ich mir am Reinziehen? Jetzt hängt er da fest. Hängt er jetzt in dem Baum fest einfach. Jetzt hat er sich irgendwie glitschig befreit. Nice. Wie kann ein Spiel gleichzeitig so episch und gleichzeitig so billig aussehen manchmal? Die haben nicht bedacht, dass das gar keinen Sinn macht, dass so ein Riesendrache in solchen beengten Maps hier kämpft, oder? Die Map passt gar nicht zum Game Design vom Boss. Jetzt muss man sich mal reinziehen, wie lange das einfach dauert. Bis du mal in der Stadt bist und dann wirklich mal eine andere Spezialisierung nochmal wieder ausprobieren kannst. Das ist der erste Ausflug heute von der Stadt aus gesehen. Und wir sind 2 Stunden unterwegs. Was ist das für ein schwachsinniges Menü, mal ganz ehrlich. Musst da gucken, ob du oben und unten was stehen hast jetzt. Das ist ja wirklich ganz weird. Findet ihr sie auch total weird? Oder mache ich da was falsch einfach? Gibt's, also ich sehe hier keinen Knopf, dass er den nur anzeigt, wo du auch die Mets hörst zum Beispiel. In 3 Fernkämpfer und keiner jodelt dem Viech einen rein. Absolut überflüssiger Handshake, Alter. Die Kamera dreht sich weg und du hast, musst dann selber aktiv den wieder suchen, wo der hingeflogen ist. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Ach, und dann kriegt er, wenn er das nächste Mal spielt, die Info, dass da was liegt oder was, wenn man das mit ihm entdeckt hat. Das ist natürlich nice. Also dieses Vasallensystem ist schon echt cool. Nee, wir sind überhaupt noch nicht da, wo wir hin wollen. Guck mal, wir müssen da unten hin. Material. Ah, okay, weil wir einen Wildbeuter-Vasall haben. Sehen wir das wirklich komplett auf der Karte? Krasser Scheiß. Das ist das mit dem Spiel. Es hat so viele Probleme und Nachteile. Aber irgendwie hört man auch nicht auf zu spielen. Also irgendwas muss ja dran sein. Man will weitermachen, man will wissen, ne? Also auch von der Story finde ich es gut. Aber man will natürlich auch irgendwie wissen, was geht noch alles mit den Charakteren und so. Es ist halt nicht schlecht, aber es hat halt leider echt sau viele Probleme irgendwie. Okay, cool. Warum nicht? Und warum fällt ihm das jetzt ein? Inklusive der Animation, die abgespielt wird? Also bei den Menüs muss man sagen, das sind mit Abstand schlimmsten Menüs seit Ewigkeiten in so einem RPG. Finde ich persönlich. Das Ganze, also das ist schlimmer als Skyrim fast. Obwohl, vielleicht nicht unbedingt. Aber also es kommt auf jeden Fall an Skyrim ran. Was fehlt, um uns zu zerstören? Alle Mountains haben Chancen gegen future Adversaries.
Da ist viel zu viel Gelaber, ne? Also die unterhalten sich halt in einer Tour. Also ehrlich gesagt, bisher habe ich jetzt auch keine anderen Gegner gesehen, ne? Also es ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie ein total anderes Game nachts auf einmal. Das sind Geister, die haben wir auch schon mal gesehen, das erste Mal, wo wir nachts gereist sind. I would have preferred not to have to fight so soon. But at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that boom go to waste. Aber es mal andere Mucke, wie es aussieht. Oh. I shall finish this. Ja, haben wir direkt wieder den gleichen Gegner gekillt, den wir heute schon dreimal gekillt haben. Also hängt vielleicht auch davon ab, wo man langläuft oder was, aber also ist jetzt nicht so, als wäre es, wie gesagt, finde ich irgendwie jetzt auf einmal so, wow, okay, krass, jetzt kommen die coolen Gegner. Da sind Echsen. Haben wir auch lange nicht. Also da wäre mehr drin gewesen. Das ist dann egal, ob man das Game nun mag oder nicht, finde ich auch einfach mal ganz klar so sehen. Es gibt viel zu wenig Gegnertypen. Die, die da sind, sind cool. Animationen und so, das passt alles. Ah, es sind einfach irgendwie zu wenig. Ich meine, wie gesagt, vielleicht nachher, wenn man das Gebiet wechselt oder was nochmal, aber... Ja, weiß ich nicht, man verbringt so viel Zeit hier. Weil man so, du alle 20 Sekunden einen Fight hat. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, kann ja sein, dass das jetzt Zufall ist, aber also es gibt schon ein paar andere Gegner auf jeden Fall nachts, aber also jetzt nicht so massiv bisher. Bestimmt gibt es auch ein paar krasse, also ich muss sagen, klar, also nachts zu reisen macht total Sinn, weil du kannst viel leichter erkennen, wenn du sowas hier findest zum Beispiel, ne? I will protect you. Aber wenn ich mir angucke, also selbst im Elden Ring, wo man ja doch viele Gegnertypen öfter mal gesehen hat, hast du immer wieder auf einmal einen gesehen, den du noch nicht kanntest. Das ging viel schneller irgendwie. Weil du ja auch viel freier damit warst, einfach in irgendein neues Gebiet reinzugehen. Und wie gesagt, also Gegnertypen ein paar mehr. Hätte ich gerne gehabt. Das Gelaber kann man irgendwann nicht mehr hören. Und ich, also wenn ich das jetzt nach circa 10, 11, 12 Stunden irgendwie sowas in dem Dreh habe ich jetzt immer noch so empfinde oder schon so empfinde teilweise, dann ist das auf jeden Fall etwas, wo man sich sehr gut überlegen muss, ob man das Geld ausgeben will für so ein Spiel, wo man vielleicht 20 Stunden rausholt und es dann irgendwie an den Nagel hängt oder also 40 Stunden, wenn man alles macht vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit man da rausholen kann, aber ich glaube nicht, dass man das mehrfach durchspielt. Also kann sein. Vielleicht reißen Mods auch was raus. Es ist kein schlechtes Spiel. Ich finde es nicht schlecht. Aber es könnte halt so viel besser sein. Nur aus irgendeinem Grund hat man trotzdem Bock, das weiterzuspielen. Also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie schon wieder 12:30 wäre, dann würde ich auch durchaus weitermachen. Und auch jetzt wieder. Es waren 5 Stunden. 5,5 Stunden. Es fühlte sich nicht wie 5,5 Stunden an. Also das ist schon dadurch, dass man so viel reist und die ganze Zeit was passiert... Ist das nice? Also, es hat was, aber es hat auch viele Probleme. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es ist so ein... Es wird einfach Leute geben, die lieben's und es wird Leute geben, die hassen's und ich glaube, es wird nicht viel dazwischen geben. Also, der eine spielt das einfach durch und genießt es hoch 10 und der nächste sagt, ist mir zu öde. Weiß ich nicht. Echt nahezu unmöglich, da wirklich was zu sagen, was man... Wie man anderen Leuten erklären kann, ob sich der Kauf lohnt. Also das stellst du wirklich, glaube ich, nur beim Zocken fest. Was ich vorher gehört hatte, dachte ich auch so, ah, klingt nicht so geil. Und dann war es doch besser als gedacht und hat viel mehr Spaß gemacht. Und dieses Repetitive hier, mich persönlich stört das gar nicht beim Zocken. Es fällt mir nur auf. So, bisher ist es nicht langweilig, das zu spielen. Aber es wird irgendwann einfach einen zum Hals raushängen, immer wieder die gleichen Gegner zu töten. Da bin ich fest von überzeugt. Und andere Leute würden wahrscheinlich schon längst sagen, Alter, kann ich auch mal was anderes töten? Gerade bei den größeren Gegnern, finde ich. Die Kämpfe dauern so lange, als wären das so Bosse. Aber es ist eigentlich nur ein normaler Gegner, der auch alle 20 Minuten irgendwie auftaucht. Und davon gibt es auch irgendwie nur so 3, 4. Außer die richtig coolen. Davon gibt es vielleicht noch ein paar mehr. Aber also die haben wir ja auch noch nicht alle gesehen. Ja, schwierig. 50-50. Einfach.
Wenn es technisch läuft, könnte es ganz nett sein. Das hat gar nichts mit der Technik zu tun. Meine Probleme mit dem Game haben nichts mit der Technik zu tun. Dass das ruckelt, ist traurig, aber das ist für mich egal. Also das ruckelt in der Stadt, da muss man eh nicht groß kämpfen. Draußen läuft es spielbar. Viel zu schlecht immer noch, aber es läuft spielbar. Aber die Kämpfe sind sowieso nicht so super reaktionsbasiert und was weiß ich nicht alles. Es ist alles sehr langsam, sehr clunky. Dementsprechend ist es völlig egal, ob die Technik nun läuft oder nicht. Das Spiel selber wird davon weder besser noch schlechter. Also es wäre kein besseres oder schlechteres Spiel, wenn das besser laufen würde. Es wäre nur angenehmer, das zu spielen. Und wenn sich am Gameplay nichts ändert über Mods, dann wird das auch nicht sich ändern für mich. Wirken sich die Microtransaktionen stark auf den Spielspaß aus? Auf meinen nicht. Ich habe die nicht gekauft, also mir sind die egal. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen bei Design ist, dass man so lange Wege laufen muss, um dann vielleicht doch mal so einen Portstein zu kaufen. Aber die Sachen kannst du dir auch in-game erspielen. Keine Ahnung, ich finde es halt unnötig und dumm, dass sie existieren. Aber mir ist das egal. Also ich benutze sie nicht und fertig. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich jetzt bei dem Spiel den Zwang hätte, was zu kaufen, was nicht im Spiel drin ist. Ich persönlich. Weil ich finde dieses langsame Reisen und so eigentlich sehr angenehm. Wenn da ein paar mehr Gegnertypen auftauchen würden, zum Beispiel. Aber ich habe Spaß daran, hier rumzulaufen und mir jedes Mal wieder einen Weg zu bahnen. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Du bahnst dir jedes Mal wieder einen Weg zu deiner nächsten Aufgabe. Und selbst wenn du den Weg schon mal gelaufen bist, ist es trotzdem einfach nice, dass du dich da quasi durchkämpfen musst. Hat schon was. Aber wenn Leute zum Beispiel sagen, ja, ich kaufe das nicht, weil ich die Microtransaction-Scheiße in Singleplayer-Games nicht unterstützen will, dann kann ich das komplett verstehen. Also, ich glaube, ich wäre auch so jemand, der sich ein Review angeguckt hätte und dann gesagt hätte, okay, das sieht zwar ganz nett aus, aber für so ein Spiel, wo ich nicht so lange Spaß dran haben werde, was dann auch noch irgendwie Extrakäufe hat, obwohl es ein Singleplayer-Game ist, hätte ich es nicht gekauft. Bin ich mir relativ sicher. Also ich glaube nicht, dass ich das gekauft hätte. Aber es hat halt auch echt, es hat auch viele gute Seiten. Wie gesagt, einfach, ich verstehe jeden, der sagt, er liebt das Spiel, macht ihm Spaß. Und ich verstehe jeden, der sagt, nee, mache ich nicht, weil ich will das nicht unterstützen. Und ich verstehe jeden, der sagt, nichts für mich. Ich bin da komplett neutral irgendwie, was die Meinung angeht, kann ich alles nachvollziehen irgendwie. Woher das kommt. Also kann man überall eine Berechtigung drin sehen, dass man sagt, okay, ja, klar. Verständliche Gründe für gut, verständliche Gründe für schlecht. Und jetzt hängt es halt davon ab, sind die guten Gründe gut genug für dich, um das zu spielen? Und die schlechten nicht game-breaking genug, um es halt nicht spielen zu können oder nicht genießen zu können. Ich glaube, das ist dann die eher große Frage da. Aber ja, keine Ahnung. Also ich würde es, glaube ich, ganz gerne irgendwann auch nochmal wirklich mit der Maus probieren. Aber man merkt schon wieder, ne, die Einstellungen hoch und runter ist langsamer als links und rechts. Typische Controller-Port-Scheiße. Da hätte ich dann auch keinen Spaß an so einem Archer. Weil jetzt mit der Maus und so mit dem Zielen und so nochmal ein bisschen ballern auf Weak-Spots, das klingt eigentlich nicht schlecht. Vielleicht kann man es irgendwie hinkriegen, dass es sich an der Maus besser spielt. Vielleicht probiere ich das nochmal. Ich habe halt zum Beispiel jetzt gerade gar keinen Bock, in der Stadt zu questen, weil es so ruckelt. Das ist definitiv ein Aspekt, wo die Technik das Spiel jetzt gerade zurückhält. Bei dem Geruckel habe ich keine Lust, die Quest zu machen. Aber ich habe auch keine Lust, die Quest zu machen, weil das so eine Pseudoschleich-Scheiße schon wieder ist. So, die ist zwar anders gemacht. Kannst du mal deine Fresse halten? Die ist zwar anders gemacht als bei anderen Spielen irgendwie so ein bisschen. Es gibt ja keine Schleichmechanik, sondern du musst halt wirklich irgendwie da vorsichtig so lang gehen irgendwie. Dreimal am Stück, Alter. Also es ist ja quasi dreimal jetzt schleich dich irgendwie ins Schloss. Und da habe ich jetzt gar keine Motivation zu gehabt. Deswegen bin ich erstmal raus in die Welt und habe da weitergemacht. Aber man muss das machen, wenn man in der Story weiterkommen will. Und da hat man keine Lust mit so 10 FPS irgendwie in der Stadt da zu questen. Das ist auf jeden Fall definitiv ein Problem, was ich jetzt an dem Punkt hier gerade hatte. Und dann hatte ich einfach nicht so viel Lust, da die Hauptquest weiterzumachen. Was sicherlich ein Aspekt ist, den ich mal machen will. Einfach die Main Story durchquesten. Ich glaube, das kann man dann schon mal machen. Also die finde ich auch nicht schlecht. Du hättest nicht gedacht, dass dir das Spiel so viel Spaß machen würde. Nee, hätte ich auch nicht gedacht, ganz ehrlich. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da so lange dran sitze und auch so lange Sessions mache. Also ich hätte gedacht, ich spiele das immer so in 1-2 Stunden happen und guck halt, ob es gut ankommt oder nicht. Und jeder Stream war jetzt also weit über 5 Stunden. Ich glaube, der erste war sogar länger noch. Es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Ich kann ja mal gucken, wie viel Spielzeit ich jetzt habe hier. Innerhalb der ersten 12,3 Stunden habe ich sogar. Die letzte Session hat dann noch nicht dazu gezählt. Also knapp über 12 Stunden.
Wenn man jetzt schon bei ganz vielen Sachen sich denkt, ah, habe ich schon 30 Mal jetzt gesehen, ah, wieder der gleiche, ach, wieder das gleiche Ding. Die Landschaft ist schön handcrafted. Das macht viel aus, aber die Gegner sind halt ziemlich immer die gleichen. Was soll ich euch sagen, Alter? Das ist halt schlecht, wenn man nach so kurzer Zeit schon das Gefühl hat, man hat so viel gesehen schon vom Spiel. Und ich hoffe, da ändert sich noch was dran, wenn man weiterspielt. Aber viele würden wahrscheinlich dann irgendwann auch gar nicht mehr weiterspielen. Oder vielleicht auch doch, weil es halt immer noch Spaß macht. Es ist wirklich ein ganz schwieriges Spiel, finde ich, zu bewerten. Ich glaube, das muss wirklich jeder für sich selbst einfach sich angucken und entscheiden, ob es was für ihn ist oder nicht. Und ich denke, wenn man sich nicht sicher ist, dass das Spiel einem gut gefällt, dann wartet man auf jeden Fall besser erstmal irgendwie auf einen Sale oder so. Ich meine, das ist ein Singleplayer-Game, du verpasst nichts, da brauchen wir keine FOMO haben. Es besteht eine gute Chance, dass man es besser findet, als man denkt. Es besteht auch eine gute Chance, dass man es nicht so gut findet, wie man denkt. Und ich denke, die Steam-Rezensionen haben das ja auch ganz gut wiedergespiegelt. Ne? Die war ja nicht so super gut bewertet, glaube ich, soweit ich das weiß. Es gefällt mir, aber es ist halt auch kein Meisterwerk. Ich glaube, das ist so... Wer ein brauchbares Spiel sucht, um ein bisschen Zeit totzuschlagen und wen das, was er gesehen hat, gefallen hat, der wird da sicherlich seinen Spaß mit haben. Man sollte aber nicht zu viel erwarten. Denke ich mir mal. Vielleicht kommt da ja auch noch mehr, vielleicht wird das ja auch noch ein bisschen gepatcht, vielleicht bringen ein paar Mods noch was. Aber jetzt so zu dem Zustand. Ein Spiel, welches durchaus Spaß machen kann und durchaus okay ist, aber halt einfach nicht outstanding. Ist einfach nix, wo wir in ein paar Jahren noch drüber reden und sagen, wow, das war, erinnert ihr euch noch an Dragon's Dogma 2? Das war krass. Außer vielleicht, wenn man eine ähnliche Mechanik mit so Vasallen irgendwo anders nochmal findet, dass man sagt, ah cool, das haben sie übernommen, ja. Aber, keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz spielt man es trotzdem einfach weiter. Also irgendeine spieltechnische Motivation ist da auf jeden Fall drin verpackt, die im Kern gut funktioniert. Das, was viele Spiele heutzutage schon auch nicht wirklich haben. Dieses motivierende Gameplay, dass du Bock hast, weiterzumachen, das kriegen die hier tatsächlich ganz gut hin. Irgendwas muss dran sein. Probiert's aus oder probiert's nicht aus. Ist unmöglich, einfach einen Tipp abzugeben oder eine Kaufempfehlung zu geben bei diesem Spiel.